Willkommen zurück. Eben noch ein Fisch, jetzt wieder ein Mensch. Und wir können jetzt in den Keller von Bolts Anwesen gehen. Und den Text kennen wir auch schon. Lady Bolts letzte Feier. Neutrales Gebiet erreicht. Versuchen unterzutauchen. Okay. Ich muss gerade noch mal gucken. Wir müssen erstmal herausfinden, wer sie überhaupt ist. Welche von den Lady Boyles. Und wir müssen dem Typen in der Wolfsmaske von dem Pendleton eine Notiz geben. Das sind unsere Aufträge. Wir haben noch eine Rune hier in der Nähe. Dies war einst das Haus eines Oberaufsehers. Lydia Boyle ging sicher, jedes einzelne Zimmer zu entweihen. Okay, Ratten. Ratten sind, glaube ich, nicht so das Problem. Wachen allerdings schon. Die sind aber, ich sehe oben eine Frau. Ich weiß nicht, ob die in ihrem Anwesen Wachen haben, aber es könnte ja sein. Auf jeden Fall haben sie Ratten. Mehr als genug. Da bleibe ich mal lieber ein bisschen auf den Fässern. Muss ich in die andere Kellerecke? Wahrscheinlich nicht. Oh, da steht natürlich was. Das ist klar, dass da, wo die Ratten sind, jetzt was steht. Das ist die Frage, ob es den Aufwand wert ist. Hä? Rauf da. Kann ich da. Ich will da durchteleportieren. Mensch. So geht's auch, sehr gut. Dann können wir weiter. Da haben wir ein Gitter. Schalter erforderlich. Alles klar. Das ist kein Schalter. Hier sieht nichts nach Schalter aus. Vielleicht von der anderen Seite. Gehen wir dadurch. Jackpot. Schlüssel erforderlich. Ach Mensch. Was mache ich denn jetzt? Das eine braucht einen Schlüssel, das andere einen Schalter. Ha. Was machen wir denn da? Ich sehe den Schalter. So. Bin ich nicht clever? Yay. So, wenn jetzt hier drin noch ein Schlüssel wäre, wäre cool. Ich habe die Küche gefunden. Haben die was dagegen, die Damen, wenn ich da jetzt einfach durchgehe? Ich vermute schon.
einzige Ratte. Was ist denn das für ein Riesenvieh? Haha. Njam, njam, das gibt's also zu essen. Oh, das sieht ja auch sehr appetitlich aus. Ja, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass die sich für mich interessieren. Ich gehe da jetzt einfach mal hin. Darf ich was in eurem Essen klauen? Guten Tag, Sir. Tatsächlich. Wackelpudding. Okay, ich glaube, ich habe genug mich vollgestopft. Ja, supi, du rauchst hier. Was immer Sie wünschen, Sir. Wie wär's mit aufhören zu rauchen, obwohl das Essen wahrscheinlich so ist? Ist alles in Ordnung? Oder so schon eklig ist. Guten Tag, Sir. Ist alles in Ordnung? Bäh. Na gut. Essen brauche ich jetzt nicht mehr. Mehr Wackelpudding. Ah, das soll ein Hase sein. Okay. Das ist aber ein großer Hase. Willkommen im Haus Boyle. Ist alles in Ordnung? Abstellkammern. Ist alles in Ordnung? Ja, ja, alles bestens. Ich klaue nur euer Geld. Solltet ihr halt nicht so rumliegen lassen. Stört sich ja keinen und fällt auch überhaupt nicht auf, dass ich aus dem Dienstboteneingang komme, kein sozusagen. Zutritt für Gäste. Wie mein... Oh, ja, natürlich. Ich hatte mich verlaufen. Ging's hier nicht zur Toilette? Guten Tag. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? Daran habe ich nie gezweifelt. Voll hübsch. Mal von dem Fisch da abgesehen. Das ist eine Lady Boyle. Willkommen auf meiner Feier. Ich glaube, ich hatte noch nicht das Vergnügen. Ich hoffe, dass Sie auf der Gästeliste stehen, Sir. Natürlich. My Lady. In Red. Okay, wir haben eine schwarze und eine rote Lady Boyle. Sehen Sie sich? Guten Abend. Aber es gab doch drei, oder? Guten Tag, Sir. Ja, Tag. Wer bist du denn? Haben Sie den alten Shaw draußen rumlungern sehen? Er wartet bestimmt darauf, dass Pendleton kommt. Draußen? Ich suche ja den Shaw. Muss ich eventuell nochmal rausgehen? Ach, der Wein. Da liegt einfach so eine Birne rum. Was die meisten Leute vergessen, die Ratten erschienen ein halbes Jahr vor dem Tod der Kaiserin. Wie auch die Seuche. Sind Sie sicher? Ich erinnere mich anders. Wenn es etwas verursacht hat, dann nicht der Tod der Kaiserin. Das wollen Sie sie nur glauben machen. Passen Sie auf, was vorsichtig, Sie sagen. Sir. Sage sie wollen doch keinen Ärger machen. Der Einzige, nein, nein, nein. Ricardos behaupten. So, in den Garten gehen. Und da ist der Herr. Die speichern. Aber eigentlich will ich ja nur eine Nachricht überbringen. Sieht so geil aus. Coole Maske, muss man schon sagen. Sicher, dass das eine Maske ist? Ja. Das ist eine Notiz von Lord Trevor Pendleton. Pendleton? Was hat er mir zu sagen? Keine Ahnung, ich habe nicht reingeguckt. Pendleton ist ein feiger, lügender Drecksack. Ich hoffe, er bezahlt sie gut. Das hoffe ich auch. Aber in der Regel schon. Statt den Brand. Ich habe nicht reingeguckt. Es ist verdammt kalt heute Abend. Beeilung. Schauen wir, was Sie können. Lord Pendletons Vertreter wird seine Waffe wählen. Ich hätte die Nachricht lesen sollen. Sollen wir hier ein Duell veranstalten? Na super, tatsächlich. Wir müssen uns duellieren. Ach du Scheiße. Na supi du.
Wir werden heute Zeuge eines Ehrenduells. Dieser anonyme Ehrenmann tritt stellvertretend für den Herausforderer Lord Trevor Pendleton gegen den herausgeforderten Lord Shaw an. Shit. Beide werden sich umdrehen, zu den markierten Positionen gehen und sich so lange nicht ansehen, bis ich bis drei gezählt habe. Danach drehen sie sich um und schießen. Ich töte diesen Narren und dann können wir alle wieder reingehen. Ich befürchte, das tust du ja. Verzeihen mir, Lord. Ich hab keine. Hey, umdrehen. Ach, scheiße. Ich treffe den noch nicht. Halt. Bleiben Sie da stehen. Tu ich doch. 3, 2, 1. Ja, supi. Ich habe natürlich wieder mal falsch Dings ausgewählt. Das war jetzt voll uncool. Ich wollte so mit einem Schuss. Und das ist noch ein toter Gast. Was machen wir jetzt? Es ist doch gut, dass wir gefragt sind. Ich hörte, dass die Estermonts sind. Noch ein toter Gast? Was hat denn der andere angestellt? Okay, damit haben wir das abgeschlossen. Ja, ich habe jetzt halt jemand getötet, aber ich fand das irgendwie ganz witzig. Vielleicht finden wir ja irgendwo etwas Brandy. Die Boyles können alleine aufwachen. Ich fand das jetzt eigentlich recht cool, das mit diesem Duell. Und das ist ja nur ein Toter, das mache ich jetzt mal mit. Da gab es sicher auch einen anderen Weg, das irgendwie zu lösen. Ich hätte es gerne nur ein bisschen eleganter noch gemacht, dass ich nicht mein Schwert ziehe, sondern wirklich nur mit einem Schuss. Aber okay. Die Herren. Ich gehe da mal wieder rein. Ich wollte sagen, ich gehe wieder rein. Wir haben den Nutzen der Wahl entdeckt und darauf ein Imperium errichtet. Das ist der Beginn eines goldenen Zeitalters. Ach, ich mag das Spiel. So, da haben wir die Lady in Red mal wieder. Und ich suche immer noch eine andere. Ich muss rausfinden, wer von denen die richtige ist. Ich mal da durchgucken. Es ist das Badezimmer. Darf ich doch sicher rein. Etwas erfrischen nach diesem Duell. Was haben wir denn da? Das ist ein Gast. Das ist auch ein Gast. Versuchen Sie Miss White mit der Mottenmaske. Ich höre, sie ist einsam. Ich wollte dich eigentlich angraben. Okay. Das ist irgendwie echt cooles Anwesen. Auch sehr schön geschmückt. Gruselige Maske. Ja, ne? Richtig cool. Ist alles in Ordnung? Der hungrige Kosmos. Ich bin nicht zum Reden hier. Wieso? Das ist eine Party? Oder sowas in der Art? Sie sollten das als eine Gelegenheit sehen. Wozu? Ein Hin? Na los, greifen Sie zu. Das macht jeder. Mein Diener hat mir dafür eine weitere Tasche eingenäht. In der Tat. Echt jetzt? Okay. Was macht ihr da? Ach, ihr klaut hier alle, oder was? Das ist ja krass. Was bist du denn? Finde ich ja echt nett. Ich mag die Gäste. Ich weiß, warum ihr heute hier seid. Wir müssen reden. Privat. Lord Brisby, deine Maske ist noch hässlicher als meine. Lass uns reden. Ich bin ein Freund von Pendleton und habe für eure Sache schon einiges getan. Ich kenne ihr heutiges Ziel. Es ist, wie soll ich sagen, die Frau, die ich liebe. Oh oh. Sollten Sie sie unversehrt zu mir bringen, werden Sie nie wieder von ihr hören. Das schwöre ich. Unter der Küche befindet sich ein Keller. Dort warte ich auf Sie. Ich bin nicht stolz darauf, aber es ist besser, als sie tot zu sehen. Ihr Name ist Lydia. Ich werde ihr nichts antun, Ehrenwort. Ich habe meine Prinzipien.
Bringt sie einfach zum Keller und ich werde auf sie aufpassen. Für immer. Na, da wird sie sich ja freuen. Und wieder eine Lydia. Das ist echt der Spielname dieser letzten 2 Jahre. Okay, das machen wir doch. Ich habe hier noch so eine Alternative gesucht. Und mein Herz hatte mir auch ihren Vornamen schon verraten. Hat er mir jetzt eigentlich gesagt, welche Maske sie trägt oder so, was ich sie erkenne? Weil ihr Vorname steht ja nicht. Aber vielleicht weiß das Spiel, also zeigt mir das Spiel das dann an. Das könnte natürlich sein. Ich guck mal. Namen, Sir. Da haben wir eine in Weiß. Das könnte sie sein. Hier könnten wir doch bestimmt schön tanzen. Einen Walzer aus Paket. Vorsicht! Die Lichtwand ist ein Geschenk des Lordregenten. Sie soll seine guten Freunde schützen. Ich bezweifle, dass sie dazugehören. Ich wollte nur ein bisschen Walzer tanzen, Junge. Na gut. Die sind ja unlustig hier. Füllfederhalter. Guck mal weg. Aber vielleicht bist du ja auch so einer der Gäste, der stiehlt. Lalala. Ins Gästebuch eintragen. Ah. Machen wir das doch. Lustig. Gästebuch lesen. Ach krass, der schreibt nicht seinen eigenen Namen. Also seinen richtigen Namen da rein. Nicht irgendwie ein Pseudonym oder so. Weil doch jeder weiß, wer... dass wir hier waren. Dass der Lordregent gewarnt ist. Ich bin ihm auf der Spur. Der Lord Montgomery Shaw. Verstorben. Wir sollten ihn vielleicht durchstreichen. Miss Adele White. Mr. Byron Alderdice. So. Mrs. Jane Blair. Crawford. Triss. Harding. Ramsey. Estermont. Reese oder so. Brisby, den hat man eben bis mal ein paar. Das sind gar nicht so viele Gäste noch bisher eingetragen. Dann gehe ich gerade mal noch in die Bibliothek. Was wurde denn hier? Das Billardtisch. Nur das. Komisch Dinger draufstehen. Was ist denn jetzt? Sie ließ einen Diener, einen Straßenjungen auflesen, gerade einmal 16 Jahre alt, keine Angehörigen. Ich dachte, Sie würden sich nur für Ihre eigene Familie interessieren. Ich glaube, sie hat schon lange keine Familie mehr. Was hat das denn bedeuten? Und warum wissen Sie davon? Meine Diener haben es von ihren Dienern. Vermutlich sexuelle Gefälligkeiten oder noch Schlimmeres. Ich hörte, sie habe im Blut ihres eigenen Neffen gebadet. Lächerlich. Was für eine Hautpflege soll das sein? Das ist ein Ritual für den Outsider, um sie zu schützen. Emma, dafür könnte sie der Orden einkassieren. Kein Reicher geht gegen seinen Willen irgendwo hin. Die Brinsleys haben im letzten Jahrhundert sehr viel verdient. Vielleicht funktionieren diese Rituale ja. Was ist mit dem Jungen geschehen? Angeblich hat er das alles sehr genossen, eine Zeit lang. Tja, der neueste Klatsch und Tratsch. Darf ich mich da hinsetzen? Nun gut. Wir suchen beim nächsten Mal Lady Lydia und werden sie dann zu ihrem neuen Freund bringen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.